Ich möchte mich auch nochmal bei der Firma Mictex für das Sponsoring der Spielbälle bedanken. Die Firma Mictex aus Riederich hat die Spielbälle heute hier für das Turnier zur Verfügung gestellt. Dafür einen ganz, ganz herzlichen Dank. Aktueller Spielstand im Spiel im zweiten Halbfinale zwischen dem TSV Sondelfing und der Spielgemeinschaft Altdorf-Reitwang-Rosbettling 1. Aktuell 0:0, es sind gespielt, aktuell 3,5 Minuten, das heißt, es stehen noch 6,5 Minuten zur Verfügung. Aktuell sind 5 Minuten gespielt, es verbleiben 5 Minuten, beiden Teams noch ein Tor zu erzielen. Sollte es im Anschluss immer noch 0:0 stehen, erfolgt sofort ein 9-Meter-Schießen. Im Anschluss an dieses Halbfinale findet die Partie um Platz 7 statt, wo sich der TSV Neckartenzling im Nachbarschaftsduell mit dem TV Bempfling 2 misst. Dieses Spiel beginnt sofort nach Beendigung des Halbfinals zwischen Neckartenzling und TV Bempfling 2. Das war der 1:0-Führungstreffer für den TSV Sondelfing im Spiel gegen die Spielgemeinschaft Altdorf-Reitwang-Großbettling 1. Aktueller Spielstand 1:0 für TSV Sondelfing. Yeah.
Robert auch mal rein. Endstand in einem ganz spannenden Halbfinale gewinnt der TSV Sondelfingen mit 1:0 gegen die Spielgemeinschaft Altdorf-Reitwangen Großbettlingen und qualifiziert sich damit im Spiel.